Aufgrund der Corona-Krise hat sich unser Alltag verändert. Was sind besondere Herausforderungen für Familien? Gerade in dieser herausfordernden Zeit für Kinder, Jugendliche und Eltern fallen ständig Belastungen an. Es fehlt der sichere Tagesablauf, es fehlen die Alltagsroutinen, es fehlen soziale Kontakte, sei es im Freundeskreis, in Vereinen, in einer Musikschule. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man das versucht irgendwie auszugleichen und Kindern und Jugendlichen den nötigen Raum und die Zeit gibt, um mit dieser Herausforderung umzugehen. Homeoffice, Homeschooling und Kinderbetreuung. Wie lässt sich diese Mehrfachbelastung bewältigen? Also genau bei diesen Mehrfachbelastungen ist es einfach von ganz großer Bedeutung, einen fixen Tagesablauf, fixe Tagesstruktur zu haben. Das heißt mit Tagesplänen, mit Wochenübersichten und man ganz klar regelt, wann wird aufgestanden, wann wird gefrühstückt, also klare Essenszeiten einbauen, wann sind Lern- und Arbeitsphasen und wann habe ich aber auch die Zeit, mich zu erholen und ja, zu entspannen. Es gibt einfach Sicherheit und ja, schafft Struktur und das ist genau das, was derzeit so, so wichtig ist. Viele Kinder vermissen ihre Freunde. Wie können Eltern diese ersetzen? Mit dem Ersatz von Freunden, von gleichaltrigen Freunden, ist es natürlich ganz schwierig, weil Eltern können gleichaltrige Freunde einfach nicht ersetzen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, die Handyregeln, Smartphone-Regeln ein bisschen zu lockern, um so den Kindern die Möglichkeit zu geben, über FaceTime oder Skype ihre Freundschaften zu pflegen. Die Nerven liegen blank. Wie können Konflikte abgefangen werden, um ein harmonisches Miteinander zu gewähren? In erster Linie ist es ganz wichtig, die Ruhe zu bewahren und sich selber und auch den Kindern Rückzugsmöglichkeiten anzubieten und ihnen auch zu gewähren und die Zeit und den Raum ihnen bereitzustellen. Mein Kind zieht sich zurück und ich finde keine Gesprächsbasis mehr. Wie kann ich vorgehen? Wenn sich Kinder zurückziehen, machen sie das nicht aus Langeweile, sondern sie ziehen sich zurück, sie schaffen sich einen Schutzraum für ihre Ängste, für ihre Bedenken und Unsicherheiten. Und ja, für Eltern stellt das eine wahre Herausforderung einfach dar. Um in das Gespräch mit den Kindern zu kommen, ist es wichtig, eine angenehme Atmosphäre, Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Das könnte man vielleicht durch eine gemeinsame Verabredung machen und somit die Kinder einladen. Das wäre eine Möglichkeit, ein gemeinsamer Spieleabend. Das wäre der erste Schachzug, um eine gelungene Interaktion zu führen. Ich weiß nicht mehr weiter. Wo finde ich Unterstützung? Sollten Eltern das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren, sollten sie sich unsicher sein, dann ist es bitte überhaupt keine Schande, sich externe Hilfe zu suchen. Und es ist auch ganz, ganz grundlegend und wichtig. Es gibt diverse Angebote, Beratungsangebote, Erziehungsangebote, wo man sich jederzeit rund um die Uhr oft hinwenden kann, sei es per E-Mail, telefonisch oder Online-Beratungen. Somit kann ein harmonischen Familienalltag oder ein harmonisches Miteinander gewährleistet werden.